Morgendliche Polizeiaktion. Heute Morgen ab 7.30 Uhr ist das Frankfurter Institut für vergleichende Irrelevanz im Kettenhofweg 130 geräumt worden. Das frühere Anglistikinstitut der Universität war seit 10 Jahren durch linke Studenten besetzt gewesen und diente als Wohn- und Veranstaltungsraum. Die Uni hatte die Besetzung jahrelang toleriert. 2012 hatte sie das Gebäude für rund 1 Million Euro an die Immobilienfirma Franconia Furth AG verkauft. Im Februar dieses Jahres hatte sie vor Gericht eine Räumungsklage gewonnen. Wir haben zunächst einmal im Vorfeld des Hauses ca. 150 Personen gehabt, die mehr oder weniger bereitwillig dann auch den Ort des Geschehens hier verlassen haben. Bei der Räumung im Haus haben wir letztendlich 6 Personen angetroffen, aber auch die sind am Ende dann friedlich aus dem Objekt in Begleitung der Polizei hinausgegangen. Die Aktivisten kritisierten den Polizeieinsatz als vollkommen unverhältnismäßig, es habe 3 Verletzte gegeben. Das bestätigte die Polizei bisher nicht. Morgen soll um 18 Uhr am Hauptbahnhof eine Demonstration der Aktivisten stattfinden. Am Donnerstag seien parallel zur Stadtverordnetenversammlung Aktionen in der Innenstadt geplant.